Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal wieder einen Tag lang mit in meinen Sensi-Alltag und zeige euch, welche Produkte ich verwende, wie ich sie verwende. Und ihr seht das gleich, dass ich ja, begeistert bin von allen Produkten und wie ich es einfach in meinen Alltag einbaue. Auch mein Sensi-Geschäft, so wollte ich euch einfach wieder mehr Einblicke zeigen in meinen Sensi-Alltag. Jetzt bin ich als erstes dabei, den Luftreiniger einzuschalten. Der wird immer in der Früh als erstes eingeschalten, damit einfach die Luft gereinigt wird. Und gerade jetzt während der Pollensaison, wenn ich in der Früh das Fenster aufmache, merke ich, dass der Luftreiniger sofort auf Rot springt und die Luft sofort reinigen möchte. Und ich merke schon definitiv, dass das eine Erleichterung für mich ist, dass hier die Pollenbelastung zu Hause nicht so groß ist. Und Sensi hat sogar einen Innovationspreis erhalten für den Luftreiniger. Das finde ich richtig, richtig cool. Vor allem, weil ja unser Luftreiniger zusätzlich noch die Pods oben reinlegen kann. Das heißt, man hat nicht nur eben gereinigte Luft, sondern auch richtig gut duftende Luft. Und deswegen mag ich unseren Luftreiniger so gerne. Ich zeige euch den mal. So, jetzt schalten wir mal ein. Und er springt sofort auf Rot. Und im Automatikmodus sofort in die höchste Stufe und versucht so schnell wie möglich die Luft zu reinigen. Hier zieht er jetzt die quasi schmutzige Luft an und saugt sie durch den HEPA H13-Filter. Zu 99,9% werden alle Schadstoffe aus der Raumluft rausgefiltert und oben habe ich die Pods drinnen, somit riecht es hier dann auch gleich noch super angenehm. Vor allem, weil hier ja auch noch im Schlafzimmer gewickelt wird. Das ist ein super Nebeneffekt. So, Betten sind auch frisch gemacht und jetzt werde ich mal mit meinem Textilerfrischer die Betten schön einsprühen, damit man hier dann wieder in ein frisches, wie frisch gewaschenes Bett am Abend schlafen gehen können. Ich habe da jetzt den Coral Waters. Mein Liebling ist aber der Palm Beach Breeze. Den habe ich aber gerade verborgt. Der Coral Waters riecht einfach total frisch nach Korallenwasser und damit waschen wir auch unsere Wäsche. Aber wie gesagt, Palm Beach Breeze ist mein absoluter Favorit. Den werdet ihr später beim Wäschewaschen eh auch noch sehen. So, ich wasche jetzt eine Ladung Handtücher und wie versprochen nehme ich euch mit und ja, Palm Beach Breeze, was soll ich sagen? Das ist einfach unser Favorit. Ich liebe den richtig heiß. Und dadurch, dass ich jetzt Handtücher wasche, gebe ich da eine ganze Kappe rein und lasse die auch direkt drin. Ich stopfe die immer in der Mitte rein, sodass mir nichts entgegenfällt und mache direkt dann die Türe zu. So, große Maschine. Da kommt jetzt vier Pumpstoße rein. Eins, zwei, und einen bei der Vorwäsche. So. Und jetzt geht's los. So, ich tue jetzt mal das Bad putzen mit dem Badreiniger. Hallo, Mädels. Und der Bube tun gerade austoben. Es ist wirklich alles schmutzig, verkalkt, dreckig. Und jetzt werden wir das alles einmal einsprühen. Das Tolle an dem Schaum ist nämlich, wenn man den 10-15 Minuten einwirken lässt, dann löst sich der ganze Kalk und auch in dem Kalk der ganze Dreck mühelos. Ich zeige euch das dann. So, jetzt habe ich das 10-15 Minuten einwirken lassen, schwammnass gemacht und schaut mal, wie gut das alles weggeht. Einfach überall drüber wischen. Da war auch alles verkalkt. Kinder toben sich gerade aus nebenbei. Sadala. Wahnsinn, ich bin so begeistert ohne Schrubben. Ich wische jetzt einfach nur drüber, indem ich dem Schaum da ein bisschen einwirken habe lassen. Da. Dann wische ich einfach alles nachher noch einmal nass drauf. Trocken und fertig. Und im Hintergrund toben die Kinder. Schaut's mal, das ganze Kalk. Ganze Schmutz, alles weg. Ich bin so begeistert und man braucht wirklich wenig, weil wenn man das mit Wasser ein bisschen dann vermischt, schäumt das wahnsinnig doll.
Die Atemwege sind vor allem nicht gereizt. Das ist das, was mich so begeistert hat von Anfang an bei diesem Badreiniger, weil er eben auf natürlicher Basis hergestellt wird, auf Zitronensäurebasis. Ja, riecht das Bad gut, keine gereizten Atemwege, keine Hustenanfälle und man hat ein sauberes und gut riechendes Bad. Gell? Jetzt ist wieder alles blitzblank sauber. Habe alles nass abgewischt und trocken gewischt, sodass keine Kalkflecken mehr zu sehen sind. Und es ist alles sauber. Und es duftet gut. Und das alles mühelos. Ich liebe das wirklich. Also ja, deswegen bin ich auch Beraterin bei Sensi, weil ich das so toll finde. Und ich wirklich nichts anderes mehr benutze, außer den Glasreiniger. Ich habe noch einen Glasreiniger, aber ansonsten zum Putzen verwende ich nur noch Badreiniger, Allzweckreiniger, Sprühreiniger und das Geschirrspülmittel. Ja, duftet gut, putzt gut, keine gereizten Atemwege. Ja, was will man mehr? Auf natürlicher Basis, keine Schadstoffe. Ja, ich werde jetzt mal weiter putzen und melde mich später wieder. So, der Boden ist jetzt aufgewischt. Ich hatte noch ein ganz kleines bisschen vom Counter Clean Red Pea and Pomegranate. Den gab es im Herbst oder im Winter. Der hat so gut gerochen. Man riecht richtig, trotz dieses kleinen Lackerls, was noch drinnen war. Ich habe das ins Bodenwischwasser reingegeben. Das ganze Badezimmer duftet danach schön fruchtig. Es ist ein Wahnsinn. Das Bodenwischwasser braucht man wirklich nur ganz wenig reingeben. Und das, ja, seht ihr sie. Und ganze Boden glänzt, das ist echt toll. So, mittlerweile ist es Abend. Wir waren noch ein bisschen spazieren und im Garten und jetzt habe ich dem Felix noch eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Der will jetzt einen Wachswechsel machen. Ja, und ich habe mir gedacht, wir nehmen euch mit, gell? Ja, genau. Okay, dann machen wir das mal. So, das ist die Lampe vom Felix und der macht das schon richtig toll. Der stopft da die Watte rein. Jetzt warten wir, bis es aufgesaugt ist. Genau. Schauen wir mal, ob da schon alles aufgesaugt ist. Ja, ja, ist alles aufgesaugt. Genau. Gib mal einen neuen Duft rein, das ist der da. Genau. Da hat sich der Felix jetzt ausgesucht. Das ist der aus der Vatertagskollektion. Ja. Der Sandalwood Tangerine, der hat ihm jetzt so gut gefallen. Wie gibt man den raus? Mama? Warte, halte mal das Wattepad von unten. So. Ich zeig dir, wie man das am kleinsten macht. Hinten drauf drücken. Und jetzt kann man da einen Würfel. Einen Würfel kannst du dir da jetzt abbrechen. Nimm dir einfach mit einen. Mit einer Frucht. Ist da eine mit einer Frucht? Ja, das ist eine Orange. Zeichen. Das ist ein Röntgenzeichen, siehst du? Ja. In den Rillen. Genau, genau. Jetzt bricht er einen ab. Genau, super. So. Tada! Fertig. Super gemacht. Wie ein großer. So, bei der großen Lampe haben wir jetzt entschieden, machen wir auch. Ja. Aber ich glaube, das ist fast zu viel Watte. Gehen wir ein bisschen was davon weg. Okay. So, ich sag mal. Machen wir das ein bisschen kleiner. Okay. So, und jetzt kannst du das in die Schale legen. Okay. Darf ich es dann diesmal rausgeben, Mama? Mhm. Okay. Warte mal kurz, bis das... Ja, da. Du kannst es ein bisschen drehen in der Schale. Ich schalte die Schale fest. Du musst es ein bisschen drehen, dass sie schön aufgesaugt ist alles. Genau. Du musst gleich schön auswischen. So. Nimm sie mal hoch. Nein, nicht die Schale, nur die Watte. Passt, warte, ich mache noch einmal ein bisschen. Aber hast das super gemacht. Du kannst derweil wieder zwei Würfel rausgeben. Du weißt ja schon, wie das geht. Ja. Unser Profi. Ich kann das jetzt nicht mit meinen Würfelfingern. Ist rutschig? Ja, mit meinen Würfelfingern. Sie warte mal. Schafft man das nicht an. Mit Würfelfingern. Mit den Würfelfingern? Ja, mit den. Mit einer Hand ist es jetzt aber schwer. Ja, oh, da ist ein bisschen Wolle drauf. So. So, dann
Da haben wir noch einen, den kannst du schon in die Lampe geben. Warte, ich möchte einen runden. Nein, nee, gib mal den einen. Warte. Nimm mal den, der schon angebrochen ist. Genau. Leg ihn dabei rein. Und einen zweiten nehmen wir noch. Warte, nicht so. Nicht so, Felix. Warte, gib mir mal die Finger. Ja. Gib mir mal die Finger weg, bitte. Okay. So. Jetzt so. Kannst du noch einen abbrechen. Ich mag Donuts gerne, deswegen tue ich einen Donut. Okay, das ist der Bäckereiwürfel. Das ist der Bäckereiwürfel. Seht ihr, der Bäckereiwürfel? Na, sieht man nicht, ist zu dunkel. Da tue ich halt nicht. Ui. Guck mal, der Bäckereiwürfel. Ja. Super, jetzt haben wir da auch. Jetzt haben wir noch 3 Würfel über. Nee, das ist falsch. Ah, okay. Schau, das gehört in die Mitte. Genau, es gehört in die Mitte. So. So, Dele. So. Passt, super gemacht. Okay, jetzt schauen wir uns die Video im Wohnzimmer an. Tschüss. Hallo, mittlerweile schlafen alle Kinder und ich möchte euch jetzt noch so ein bisschen bei meiner Sensi-Arbeit, was ich so für mein Team und für meine Kunden mache, ein bisschen mitgeben. Ja, es ist schon spät. Und gewittern tut es draußen auch gerade. Ich möchte euch mitnehmen. Und zwar habe ich mir überlegt, dadurch, dass ich als Einzige aus meinem Team auf der Sensi Family Reunion in London war und ich diesen mega großen exklusiven Brick erhalten habe, den es ja nur für die Berater vor Ort gegeben hat, habe ich mir gedacht, das ist doch eine nette Überraschung und eine nette Geste, wenn ich meinem Team davon eine kleine Post schicken würde mit einer Duftprobe davon und mit einem netten Briefchen dazu, so auch so als Wertschätzung und ein bisschen Sensi Spirit, und deswegen werde ich das jetzt da einschmelzen. Habe mein Schmelzgerät schon. Schaut euch das mal an, das ist ein Würfel von einem Brick mit Glitzer und es sind ich glaube 4 reguläre Würfel von einer normalen Sensi-Bar. Und das werde ich jetzt einschmelzen. Das ist fast das ganze Gerät voll mit einem Würfel. Ja. Ich hau, glaube ich, noch einen zweiten. Die freuen sich dann bestimmt, wenn sie ein bisschen mehr haben. Ich hau noch einen zweiten dazu. Und dann werde ich das in diese Förmchen da gießen, die es bei uns im Beraterstore zu kaufen gibt. Da habe ich mir, glaube ich, schon 4 Förmchen davon gekauft. Und ja, jetzt will das nicht mehr reingehen. Jetzt habe ich das irgendwie, jetzt weiß ich nicht mehr. Oh ja, jetzt geht es wieder rein. Ja, ich habe mir jetzt auch schon meinen Laptop zum Tisch gelegt, während das schmilzt. Werde ich nämlich durchschauen in meiner Workstation, das ist mein virtuelles Büro, was wir alle Sensi-Berater haben, werde ich mir anschauen, wer alle über meine Webseite bestellt hat. Die bekommen dann eine Happy Mail von mir nach Hause geschickt. Ja, alle, die über meine Webseite bestellen, die kriegen immer so ein Dankeschön dann nach Hause geschickt. Und ich mache das so, ich habe mir das schon so ein System erarbeitet, dass alle dann von mir so eine Dankes-Mail bekommen, nachdem sie bei mir bestellt haben, das erste Mal. Und ich sie dann einlade, in meine Sensi-VIP-Gruppe zu kommen, die ich über WhatsApp führe. Da können die Leute dann reinkommen, die am Laufenden bleiben möchten, die gerne sich Sammelbestellungen anschließen möchten, über Specials Bescheid wissen möchten, die ich mache, über persönliche Specials, die wir Berater ja nicht öffentlich bewerben dürfen, sondern nur in einem 4-Augen-Gespräch, in einem geschützten Rahmen, in einem persönlichen Rahmen. Und dann kommen die dann da rein. Und ja, genau, so ein erstes Kennenlernen. Und dann fragen mich die Leute manchmal direkt, ob ich ihnen einen Katalog und ein paar Duftproben zuschicken kann. Und das mache ich dann im Zuge dessen auch. Und ein Teammitglied von mir hat auch einen Aufstieg gehabt, den allerersten. Und da werde ich jetzt eine Aufstiegspost vorbereiten. Und da gebe ich dann einfach, da schreibe ich so eine schöne Postkarte mit einem Glückwunsch und ein paar Goodies gebe ich da rein. Und das werde ich dann alles gesammelt zur Post bringen. Ich mache das immer so, dass ich da so ein bisschen was ansammeln lasse, so an Happy Mails, Duftpost, Aufstiegspost, dass ich das dann gesammelt zur Post bringe.
Und ja, das wäre es dann auch schon für den heutigen Tag. Und dann hoffe ich, dass euch der Vlog gefallen hat. Und ich habe mir überlegt, wenn das gut ankommt, dann werde ich das auch öfter machen, euch so ein bisschen in meinen Sensi-Alltag mitnehmen, wie ich die Produkte in meinen Alltag anwende, wie ich sie verwende, was ich verwende, ein bisschen was dazu erkläre, was ich so dabei so an Erfahrungen gesammelt habe, was ich euch mitgeben kann, was ich so mit meinem Sensi-Geschäft, wie ich das in meinen Alltag einbaue, was ich da genau mache und wie ich da mit meinem Team arbeite, wie ich mit meinen Kunden arbeite. Ich glaube, das ist doch immer sehr interessant, weil das doch jeder anders macht und Menschen, die sich auch vielleicht für die Beratertätigkeit interessieren, sich dann auch ein besseres Bild machen können, was könnten sie denn davon übernehmen, wie könnten sie ihr Geschäft damit aufbauen. Und deswegen habe ich mir überlegt, das öfter anzubieten oder zu machen. Schreibt es mal auf jeden Fall in die Kommentare, ob das euch gefallen würde, wenn ich öfter mal so einen Sensi-Vlog mache, wo ich euch den ganzen Tag mitnehme in meinen Alltag und es alles rund um Sensi geht. Ja, ich werde euch jetzt dann, wie gesagt, so in einem Schnelldurchlauf werde ich euch da teilhaben lassen, was ich da jetzt alles mache, und verabschiede mich jetzt schon und sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.